Eine beliebte Aufgabe im Bereich der quadratischen Funktionen ist es, diesen Scheitelpunkt der Parabel zu ermitteln. Also x und y, das heißt, eine Parabel liegt im Koordinatensystem, im kartesischen meistens. Und was hier zu ermitteln ist, ist der x-Wert von diesem Scheitelpunkt und der y-Wert von diesem Scheitelpunkt. Dieser Scheitelpunkt selbst wird meistens mit groß S bezeichnet und die Koordinaten dieses Scheitelpunktes bekommen den Index klein s, also für Scheitel. Dabei spielt es natürlich keine Rolle, wie diese Parabel in diesem kartesischen Koordinatensystem drin liegt. Ne? Ob sie nach unten geöffnet ist oder nach oben geöffnet, spielt keine Rolle. Was hier wichtig ist, ist die Position dieses Scheitelpunktes. Also analog könnte man nach der Scheitelpunktform fragen, einer gegebenen quadratischen Funktion. Wenn man diese Scheitelpunktform hat, kann man nämlich diese Koordinaten einfach daraus ablesen. Gut, wir wollen über einen ganz simplen Weg zu einem schnellen Ergebnis kommen, also diese Aufgabe so schnell wie möglich als verbucht abhandeln, gelöst sozusagen. Wir setzen an über y, das nichts anderes ist als die Abbildungsvorschrift, die ausgewählte x aus der x-Achse durchwandern müssen. Und das ist ja nichts anderes als jetzt eine allgemeine quadratische Funktion. Ich halte das Ganze allgemein. Also brauche ich die Beizahl des quadratischen Gliedes, klein a, ich brauche die Beizahl des linearen Gliedes, klein b, und ich brauche eine Konstante c. Gut, warum das so gilt, da verweise ich an der Stelle gerne auf diese externen Videos, die Normalparabel, die allgemeine Parabel und diese Beweise von den Lösungsformeln für Nullstellen von Parabeln. Gut. Also über diesen Ansatz kann ich mal mein a jetzt ausklammern. Hier steht ja nichts anderes als eine Funktion. Allgemein gehalten für diese Parameter können jetzt alle erdenklichen Zahlenwerte stehen. Also a ausgeklammert ist dann in der Klammer drin x² plus b durch ax plus x durch a. An der Stelle werde ich quadratisch ergänzen. Warum? Ja, das wird auch in diesen externen Videos ausführlich behandelt. Wir wiederholen mal kurz x² plus b durch ax. Die quadratische Ergänzung sagt mir, nehme die Beizahl des linearen Gliedes, die Beizahl ist in dem Fall b durch a, halbiere diese Beizahl, jawohl, quadriere diese halbierte Beizahl, jawohl, addiere diese quadrierte, halbierte Beizahl einmal dazu und ziehe das Ganze ab. Und dann bekommst du von mir eine schönere Darstellung. Das ist die Grundaussage dieser quadratischen Ergänzung. Gut, wir haben demnach nach Anwendung der Rechenvorschrift für quadratisches Ergänzen, das, wo wir jetzt ausgeführt haben, einen Binom in dieser Klammer. Jetzt müssen wir eckige Klammern schreiben, um es von diesen geschweiften zu unterscheiden. Also geschweifte Klammer, x plus den Doppelbruch auflösen, dann habe ich da stehen b durch 2a, das Ganze zum Quadrat, minus den da hinten Doppelbruch auflösen und gleichzeitig quadrieren, liefert mir b Quadrat durch 4a Quadrat und den da hinten nicht vergessen, plus c durch a, eckige Klammer zu. An der Stelle wäre ich fertig mit meiner Scheitelpunktform. Also, ich kann das Ganze natürlich noch hier hinten zusammenfassen, anders schreiben, aus dieser Summe, bestehend aus zwei Brüchen, einen Bruch schreiben, dann wäre die Schreibweise in der Form, plus b durch 2a zum Quadrat, plus, naja, 4ac minus b Quadrat durch 4a Quadrat, Klammer zu. Warum? Naja, wenn ich den wieder aufsplitte, dann müsste ich ja rechnen, Zähler durch Nenner, wäre in dem Fall a gekürzt mit diesen Exponenten, 4 gekürzt mit der 4 und ich hätte plus c durch a dastehen. Ne? Beim zweiten Summanden, der Zähler besteht ja aus einer Summe, bestehend aus zwei Summanden, müsste ich rechnen minus b Quadrat durch den Nenner. Also dann bekomme ich ja gleich den hier ausgeliefert. Ne? Also ist es nur eine andere Darstellung, also auf einen Bruch geschrieben, diese zwei Brüche, ne, wenn man so will. Also eine andere Äquivalenzdarstellung. Gut, somit kann ich hier direkt ablesen meine Scheitelwerte, nämlich der Scheitelpunkt ist nichts anderes als minus b durch 2a für x, für xs,
Und für ys müsste ich den da hinten verwenden. Also, aber, und jetzt kommt das große Aber, der hier fliegt noch drauf auf das Ganze. Ne? Ich habe hier einen Summanden und hier einen Summanden. Und dann fliegt mein a bedingt durch diese eckige Klammer hier hinten auch drauf. Und dann hätte ich da stehen 4ac minus b Quadrat durch 4a, weil dieses a kürzt sich mit der Potenz hier. Ne? Somit hätte ich diese Scheitelkoordinaten und das wollen wir jetzt mal überprüfen anhand eines Beispiels. Ich habe die quadratische Funktion gegeben, x Quadrat plus x plus 1. Diesen Scheitel ermitteln minus b durch 2a und was war es noch? 4ac minus b Quadrat durch 4a, also 4ac minus b Quadrat durch 4a. Gut, was haben wir hier stehen? Hier steht ja die Beizahl meines quadratischen Gliedes. In dem Fall ist a 1. Die Beizahl von meinem linearen Glied, hier steht auch 1. Also b ist auch 1. Und die Konstante hier hinten ist auch 1. Streng genommen müsste man genauer formulieren. Ich musste das Vorzeichen immer mitnehmen. Ne? Hier könnte ja auch was Negatives stehen. Also streng genommen müsste ich sagen, die Beizahl von meinem quadratischen Glied ist plus 1, die Beizahl von meinem linearen plus 1 und die Konstante plus 1. Gut, wenn wir das jetzt hier mal einsetzen in die ganze Angelegenheit, hier in meinen Punkt, dann hätte ich doch s minus b1 einsetzen, für a1 einsetzen, also 2 mal 1 ist dann 2, also xs steht, minus 1/2. Und hier einsetzen, naja, für a1, überall 1 hier einsetzen. 4 mal a mal 1, c ist ja auch 1, ist 4, sicherlich 4 minus b Quadrat, b ist 1, 1. Und unten steht 4 mal, naja, hier 1, ne? a1 einsetzen ist 4. Also ist es 3 Viertel hinten. Gut, also habe ich 3 Viertel hier ermittelt. Das sind die Koordinaten, die Scheitelwerte von meinem Punkt, also von meiner Parabel, Entschuldigung. Das schaut so aus, das Ganze im Koordinatensystem. Ich habe hier y, hier x. Ich habe bei minus 1/2 meinen x-Wert für meinen Scheitel. Meinetwegen, wenn, wählen wir es mal grob, hier 1 wäre, dann wäre, also minus 1, Entschuldigung, dann wäre hier minus 1/2, hätte ich schon mal die Position xs. Und, naja, dann brauche ich noch y. Und da nehme ich das Vorzeichen mit. Ne? Plus 3/2. Ne? Vorzeichen mit bezogen auf diese Darstellung. Weil ich könnte ja auch so arbeiten. Ich könnte ja ohne diese Darstellung, ich könnte ja nur mit dieser Scheitelpunktdarstellung. Dann nehme ich zum einen hier das Vorzeichen mit. Und hier muss ich es ja umdrehen. Ne? Wenn ich hier einsetze, minus 1/2, fliegt dann das Ganze zu 0. Ne? Gut, und warum das so sein muss, da verweise ich wieder mal auf diese externen Videos, da wurde ja detailliert darauf eingegangen. Gut, also wir haben 3 Viertel, nehmen wir denselben Abstand hier nochmal, hier ist 1, dann haben wir ungefähr Pi mal Daumen hier 3 Viertel, dann haben wir hier den Scheitelpunkt. Also dann liegt die Parabel so drin. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.